Rekorde, Rekorde, Rekorde. Ich nenne euch jetzt 5 Gründe, warum der DAX bald bei 20.000 Punkten liegen wird. Erstens, die Zinssenkungen kommen. Die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank Fed beginnen wahrscheinlich im Spätsommer oder Herbst mit den Zinssenkungen. Der Zinssatz liegt hier in Europa momentan bei 4,5 und in den USA in der Spanne von 5,25 bis 5,50%. Ja, und sinkende Zinsen, das ist gut für die Aktienmärkte, weil die haben dann weniger Konkurrenz von anderen Finanzprodukten, Anlageklassen, die über Zinsen bessere Renditen versprechen. Nummer 2, die Wirtschaft ist doch nicht so schlecht, wie man vielleicht denkt. Hier in Deutschland erwartet man für dieses Jahr ein Wachstum von 0,2%, ist nicht viel, aber wir sind nicht in eine schlimme Rezession geschlittert. Die Quartalszahlen von vielen Unternehmen sind doch stabiler als gedacht. Das heißt, es ist eher ein Softlanding in der Wirtschaft. Nummer 3, ja, der Heimatmarkt ist für die DAX 40 Unternehmen eigentlich gar nicht so wichtig. Also auch wenn es hier schwächer läuft, ist der Umsatz für die DAX 40 Konzerne weiterhin gegeben, denn 80% ihrer Umsätze erwirtschaften sie im Ausland. Nummer 4, es gibt weiterhin viele Unsicherheiten, Stichwort Ukraine-Krieg, Stichwort Nahostkonflikt, aber die werden hier am Markt nicht so stark eingepreist und es gibt im Gegensatz dazu viele Chancen, zum Beispiel in Rüstungsaktien. Und Nummer 5, die US-Wahl steht an und traditionell sind historisch gesehen Wahljahre gute Börsenjahre. Also auch das spricht dafür, dass der DAX in den nächsten Wochen und Monaten weiter steigen könnte. Und dann sehen wir wahrscheinlich auch demnächst die Marke von 20.000 Punkten hier an der Frankfurter Börse.